Hi und herzlich willkommen zu einer gar nicht so leichten 2000-Euro-Frage aus der österreichischen Version von Wer wird Millionär? In Österreich heißt es Die Millionenshow und wird von einem Herrn Assinger moderiert. Und ich habe das Gefühl, so wie die Matura-Klausuren in Österreich auch ein bisschen schwieriger sind als die deutschen Abi-Klausuren. Wird hier auch für 2000 Euro mehr verlangt, als das in Deutschland getan werden würde? Die Frage ist, wie viel ergibt 2 mal 2 plus 2 durch 2 minus 2? Und das Lustige ist, dass der Kandidat selber ein bisschen verwirrt war. Zugegebenermaßen ist ja auch nicht einfach, ne, wenn man da im Spotlight sitzt und dann rechnen soll. Und er hat das Publikum befragt. Und das Publikum hat aus den Antwortmöglichkeiten 1, 2, 3 und 4 auf A 1 getippt. Und zwar erstaunlich eindeutig mit 66%. Die anderen Antwortmöglichkeiten haben 12, 18 und 4% bekommen. Und was hat der Kandidat gemacht? Er wollte natürlich die A dann auch einloggen, aber der Moderator hat ihn gebremst. Und das zu Recht, weil dem Publikum da der klassische Fehler unterlaufen ist. 2 mal 2 ist 4 plus 2, ja, würde 6 werden, durch 2, ja, würde 3 werden, minus 2, ja, würde 1 werden. Allerdings ist das falsch. Hat der Kandidat dann auch gemerkt, als er nämlich vom Moderator den subtilen Hinweis gekriegt hat, doch noch 50-50 einzusetzen. Da ist dann nämlich die A rausgeflogen unter anderem. Und das große Problem war eben, dass die meisten im Publikum die Punkt-vor-Strich-Rechnungen vergessen haben. Richtig wäre nämlich 2 mal 2 plus 2 durch 2 minus 2 so zu interpretieren, dass natürlich Punktrechenarten wie Mal und Geteilt vor den Strichrechenarten wie Plus und Minus kommen. Das heißt, wenn man das hier stehen hat, ist das 4 und dann aber plus 1, weil 2 durch 2 vorher gerechnet werden und 1 ergeben muss und dann minus 2. Also letztendlich 5 minus 2 und das ist 3. Also, anders als das Publikum gesagt hat, ist hier die richtige Lösung die C. Hättet ihr es gewusst? Schreibt es doch mal in die Kommentare und schaut mal rein, was für schöne andere Wer wird Millionär-Fragen hier noch verfilmt sind. Ich wette, davon gibt es einige, wie zum Beispiel diese hier oben, die euch auch mit viel Mathe-Erfahrung Probleme bereitet hätten. Viel Spaß dabei und bis ganz bald. Ciao!